Komm, Thunfisch. Ihr Hurensöhne, seid keine Freunde. Ich habe ein Jahr kein Alkohol getrunken. Von wem redet der? Er redet doch hier nicht über von sich selbst. Sind das wirklich eure Freunde oder sind das einfach nur Saufkumpanen oder sonstige Leute, die eure Entscheidung nicht respektieren? Wie kann man so ein Mensch sein? Diese Hurensöhne da draußen, Hör mal, Thunfisch, was ist denn los mit dir? Hast du Reutrage oder was? die ihren Freunden immer was aufschwatzen wollen und immer meinen, so, ja, du musst saufen. Ich habe seit einem Jahr keinen Alkohol mehr getrunken. Naja, ich habe seit einem Jahr nicht mehr gesoffen, sagen wir es mal so. Es ist so peinlich, Alter. Und damit herzlich. Ja, man sollte schon unterscheiden zwischen ich trinke ein Bierchen am Abend beim Grillen oder ich gehe im Club und sauf bis 5 Uhr morgens durch. Ein Bier ist für mich auch kein Saufen. Herzlich willkommen auf als meinem Beispiel. YouTube-Kanal. Lass uns mal über das Thema Alkohol quatschen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich weiß, ich bekomme viele DMs von euch, zu meinem Saufstack zum Beispiel. Ich werde dann gleich euch. Danke, Thunfisch, dafür. Hat auf jeden Fall geholfen. Hier in Polen hat mir das einige Male den Arsch gerettet. Auch nochmal zeigen, wie man saufen kann, ohne einen Kater zu bekommen und seine Fitnessziele weiterhin erreichen kann. Weil alles andere ist mir einfach zu riskant. Aber ich habe jetzt seit gut einem Jahr nicht mehr gesoffen. Das letzte Mal habe ich gesoffen und auch vor den Club gekotzt. letztes Jahr im August. Also gute 11 Monate habe ich jetzt nicht mehr wirklich gesoffen. Ich bin cool damit. Glaube ich nicht. Nee. Ich habe nicht wirklich viel Negatives für mich persönlich entdeckt. Aber fangen wir mal ganz vorne. Ich war gestern auf einem Festival, auf dem Smack Sundance, an einem See. Viele Leute, viel Alkohol, scheiße organisiert, 25 Minuten auf ein Getränk warten und so weiter und so fort. Sehr, sehr viele Leute, die sehr betrunken waren. Und ich war nüchtern. Ich habe... Das sind Orte, von denen ich mich fernhalte, Freunde. Orte, an denen viele Leute betrunken sind und ich nicht betrunken bin. Das geht nicht, das macht keinen Spaß. An dem gesamten Tag. Ich komme auf besoffene Leute im nüchternen Zustand absolut nicht klar. Null. Ich habe nur Wasser, Energy Drinks und Cola getrunken. Also Cola Zero. Und wenn mir einer sagt, du kannst doch in Disco gehen ohne Alkohol trinken und Spaß haben, nein. Nein, das ist eine Lüge. Kann ich nicht. Ja, da hat man komplett fein. Ich konnte die Musik genießen, ich konnte das Event genießen, ich hatte. Also ich nicht. Ich sag euch, wie es ist, ne? Da hat man sehr, sehr viel Spaß. Aber ich würde mal tippen, so mindestens 30% der Leute waren echt. Angetrunken oder sehr hart betrunken. Das hat mich tatsächlich schockiert. Also nicht, dass die Leute betrunken waren, sondern wie die Leute sich verhalten haben. Weil viele Leute kannten ihr Limit nicht. Es wurden Leute von den Sanitätskräften mitgenommen. Persönliche Grenzen wurden... Doch, geht schon. Ja, natürlich kannst du Spaß haben. Aber ich in der Disco, nein. Oder auf dem Festival, keine Ahnung, ich war in meinem Leben zweimal auf dem Festival, aber das geht nicht. Es geht nicht. Bei mir nicht. Bei anderen... Die Sachen kann ich Spaß haben ohne Alkohol, natürlich. Ich kann Sachen unternehmen, aber nicht in der Disco, Digga. Und teilweise von Leuten nicht eingehalten, Frauen wurden angepackt. Vielen Dank, Freeze. Samrock, eigentlich nur über Instagram. Leuten wurde sehr nahe gekommen, ohne dass sie vorher gefragt wurden. So einfach. Es wurde Kontakt gesucht, der von der anderen Seite eventuell nicht. Das ist völlig normal, wenn man besoffen ist. Einvernehmlich war, sagen wir es einfach mal so. Und das fand ich persönlich sehr, sehr unangenehm. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Begleitung und alles drumherum. Das hat bei mir ein sehr, sehr starkes Unwohlsein verursacht. Und deswegen komme ich drauf. Ich habe jetzt seit einem Jahr nicht mehr wirklich gesoffen. Also ich hatte keinen Alkoholrausch mehr. Ich habe vielleicht mal ein Bier aus Genussmitteln, Zwecken, sonst was getrunken. So. Vielleicht auch mal ein zweites, aber das reicht mir dann auch. Und wenn man so lange nicht mehr getrunken hat, dann merkt man tatsächlich auch schon das zweite Bier ziemlich, ziemlich gut. Bin ich ehrlich mit euch. Also da braucht man dann keine 10, da braucht man 4 oder 5. Auf jeden Fall merkt man das dann schon ordentlich. Was ist schlimmer für den Progress, Alk oder THC? Definitiv Alk. Von THC wirst du jetzt keine Beeinträchtigung haben, was den Muskelwachstum angeht. Definitiv nicht. Na, allerdings... Alkohol ist der Endgegner, was das angeht. Um den Sport herum. Komplett Käse. Wenn du stoffst, dann erst recht. Ganz, ganz ungesund. Sehe ich da ein sehr, sehr großes gesellschaftliches Problem einfach. Ich bekomme immer wieder von euch das Feedback, dass ihr euch nicht traut, mit dem Alkohol aufzuhören, weil ihr sonst sozial ausgeschlossen werdet. Und da frage ich mich ehrlich gesagt, sind das wirklich eure... Das ist Bullshit. ...Freunde? Halt die Fresse. Oder sind das einfach nur Saufkumpanen oder sonstige Leute, die eure Entscheidung nicht respektieren? Ihr kennt das alle, ihr geht auf eine Party, ihr trinkt nicht und ihr müsst euch sofort rechtfertigen. Sofort. So, Geburtstage, irgendwelche... Das kenne ich und hier in Polen, Thunfisch, sage ich dir ganz ehrlich, es geht nicht. Ich sag euch, wie es ist, wenn ich hier leben würde, in dieser Gegend hier, wo meine ganzen Cousins und alle wohnen. Ist das ein Pickel auf meiner Nase? Nein, man sieht nur so aus.
Ich würde, glaube ich, jedes Wochenende, jedes zweite würde ich hier Wochenende saufen. Du kannst nicht Nein sagen, Digga, weil jeder einfach hier am Wochenende, okay, vielleicht weil auch Sommer ist und Ferien, ich weiß es nicht. In Deutschland habe ich das Problem zum Glück nicht, aber hier in Polen, das wäre ganz, ganz übel, würde das für mich ausgehen, Digga. Hier ist einfach eine andere Kultur, was das Saufen angeht. Das ist bescheuert. Das ist bescheuert. Selbst wenn du, ach, egal, scheiß drauf. Das ist wirklich bescheuert. Festivals, irgendwelche sonstigen Veranstaltungen. Ja, ich trinke heute nicht. Wie, bist du Fahrer? Nein, ich habe einfach keinen Bock zu saufen. Hö, warum? Trink doch einen mit mir, bla bla. Und man wird sofort belabert, dass man sich wieder eine Droge in den Körper kippt. Eine Droge. Man wird dafür fertig gemacht, sozial und von einem Umfeld, dass man eine Droge nicht konsumieren möchte, dass man seinem Körper nichts Schädliches antun möchte. Das geht halt nicht in meinen Kopf rein, ne? Also, wie kann man auch so bescheuert sein, anderen Leuten ein schlechtes Gewissen dafür zu machen? Dachte, Deutsche sind Alkohol so extrem. Digga, Osteuropa ist, Osteuropa, vor allem Polen, Russland, ich denke Ukraine auch, Slowenien, Slowakei, Tschechien, diese ganzen Länder so, das kannst du dir nicht ausdenken, was hier abgeht, Alter. Das ist irre. Machen, dass sie eine Droge, etwas, was eurem Körper nicht gut tut, die sich nicht reinkippen wollen. Wie kann man so ein Mensch sein? Ja, das ist ganz cool. Diese Hurensöhne da draußen. Hey, Thunfisch. Die ihren Freunden immer was aufschwatzen wollen und immer meinen so, ja, du musst saufen. Nee, Digga, muss ich nicht. Muss ich nicht. Ich persönlich muss sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank an meine guten Freunde und an meinen gesamten Bekanntenkreis. Da wird nicht nachgefragt, wenn ich sage, ich möchte nicht trinken. Das wird gar nicht hinterfragt, sondern das ist dann so, ja, du trinkst heute nicht, alles klar. Viel Spaß dabei. Alkohol ist die einzige Droge, bei der man gefragt wird, warum man sie nicht konsumiert. Ja, Mann, krass. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Das ist vollkommen in Ordnung. Da wird dann niemand für fertig gemacht oder sonst was. Sondern das ist einfach so, das wird so hingenommen. Und ich finde das hervorragend. Wenn ihr jetzt aktuell in dieser Lage seid, dass ihr auf Geburtstage geht oder sonst was und immer wieder in diese Erklärungsnot kommt, dass ihr euch rechtfertigen müsst dafür, dass ihr nicht trinkt. Überlegt ganz genau, ob das eure... Dicker Haze Schaden, negative ist Prime-Abo. Ich denke mal bis 23:30. 11 Uhr ungefähr, so sind wir noch live. Freunde sind, ob solche Menschen eure Freunde sein sollten, die einen... Michi, danke dir, mein Lieber. Bier nach dem Training ist geil. Weiß ich nicht, habe ich nie getrunken. Danke fürs Abo. Negativen Impact dahingehend auf euer Leben haben. Oder ob das einfach nur Saufkumpanen sind, so, ich sag mal, Mehrzweckbekanntschaften. Kurz, also Leute, mit denen man kurze Zeit in seinem Leben verbringt und sonst was. Ich hatte auch eine wundervolle Zeit zwischen 17 und 18, 19, wo ich auch viel gesoffen habe. Ja, aber ich habe zu diesen gesamten Leuten allen keinen Kontakt mehr. Oder so gut wie gar keinen. Weil das waren nicht meine Freunde, das waren Saufkumpanen. Jetzt hat er Stoffkumpan. Ja, alle Freunde haben Stoff. Und das musste ich auch zu einem gewissen Punkt feststellen. Solltet ihr jetzt doch sagen, aber ich möchte ja trinken, irgendwie regelmäßig, oder ich möchte auf ein Festival gehen, ich möchte sonst was tun, ne? Und ich möchte aber keinen Kater haben, ich möchte irgendwie noch meine weiteren Sportziele vergleichen und so. Hier ist der Saufstack für euch. Wie? Aber ich finde es gut, dass er aufgehört hat zu saufen und wenigstens das ernst nimmt in seiner sportlichen Laufbahn hier. Finde ich gut. Wie man saufen kann, ohne einen Kater zu bekommen. Komplett easy. Und das beruht eigentlich auf drei Grundmechaniken, beziehungsweise zwei. Brechen wir das runter mal auf zwei. Punkt Nummer eins ist, Alkohol sorgt dafür, dass ihr Mineralien ausspült aus eurem Körper. Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, die werden von eurem Körper ausgespült und ihr dehydriert. Euer Körper verliert Wasser in den Zellen. So, deswegen sieht man auch nach dem Saufen immer ziemlich, ziemlich lean aus, wenn man eh schon einen niedrigen Körperfettanteil hat, weil das Wasser, was unter der Haut liegt, rausgespült wird. Und da kommt folgende Sache zum Tragen. Basenpulver. In Basenpulver... Ey, Freunde, falls ihr saufen wollt und kein Kater haben wollt, falls mal was ansteht, schreibt euch das jetzt mitschreiben. Das hilft echt. Ich hab's gemacht hier. Sind genau die Elektrolyte drin, die ihr von eurem Körper ausschwemmt. Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium sind da drin. Und das sorgt dafür, dass ihr die wieder reinbekommt. Außerdem habt ihr die Thematik nicht mit eurem Magen, weil das Zeug basisch ist. Heißt, diese ganze Übersäuerung, die ihr im Magen habt, wenn ihr eine gesamte...
Johnny Münster kann kein Mr. Olympia werden. Dazu mehr morgen auf meinem Hauptkanal. Portion davon nehmt, wird nicht mehr stattfinden. Das funktioniert im Übrigen besser als Elotrans. Kauft euch lieber so eine Dose, kloppt euch davon 7 Gramm irgendwo rein. Das ist günstiger und funktioniert alleine schon besser als Elotrans, weil es die Problematik mit eurem Magen abfängt, als auch dafür sorgt, dass ihr wieder hydriert. Übrigens, die Kopfschmerzen vom Kater kommen davon, dass ihr zu wenig Wasser im Körper habt. Deswegen gegen einen Kater super, super Zeug. Persönliche Erfahrung, ich übernehme keine Ahnung dafür, dass wenn ihr euch komplett aus dem Leben schießt, dass das dann zu keinem Kater führt. Basenpulver vor und nach dem Saufen, eine Portion reicht voll und ganz aus. Und der zweite... Nein, Thunfisch ist der Typ, der vorher sein Gesicht nicht gezeigt hat, sondern einfach nur Memes gemacht hat. Der hatte so eine Seite, musst du dir vorstellen, ungefähr wie Weisheit mit Bodybuildern. So ist Thunfischs Kanal überhaupt entstanden und irgendwann hat er dann halt sein Gesicht gezeigt und seine Form. Der Faktor ist, der beim Kater bei euch für Probleme sorgt, ist die Belastung für eurem Körper, weil es halt toxisch ist. Es spült Vitamine raus, insbesondere Vitamin C, als auch, dass es halt eure Organe und euer Gehirn angreift. Da kommen die beiden Sachen zum Tragen. Einmal Vitamin C. Wie gesagt, euer Körper spült sehr, sehr viel Vitamin C aus und ihr braucht das unbedingt als Puffer quasi für oxidativen Stress und ihr führt beim Saufen eurem Körper sehr, sehr viel oxidativen Stress zu, als auch NAC. NAC ist ein starkes Antioxidant, genauso wie Vitamin C und die beide gehen Hand in Hand und sorgen dafür, dass ihr vom Alkoholsaufen euren Körper nicht so viel Stress zumutet bzw. fangen das sehr, sehr gut ab. Bekommt ihr alles bei esn.com mit meinem Code. Ja, Don Tango, Bandagen, haben wir gerade im Stream schon gesagt. Ellbogen- und Handgelenksbandagen. Thunfisch bekommt ihr da auch immer den besten Rabatt. Vielen lieben Dank übrigens für eure Unterstützung, wenn ihr da einkaufen wollt. Also, ich hoffe, ihr habt den Saufstack mitgeschrieben. Ich kenne ihn bereits schon. Ich bedanke mich. Aktuell gibt es sogar noch 20% auf Supplemente. Ha, die Sachen sind sogar aktuell reduziert. Ich bin super informiert über unsere Aktion. Die Sachen sind aktuell reduziert, plus es gibt 30% auf Proben. Heißt, wenn ihr dieses Jahr noch saufen wollt, deckt euch damit ein. Das ist eine Investition von 25, 30 Euro und ihr seid den kompletten Sommer über sehr, sehr gut damit versorgt. Doppelte Verzehrempfehlung läuft immer. Aber zum Thema Alkohol und meine Erfahrung das letzte Jahr über. Ich komme damit hervorragend klar, ich habe bessere Performance im Sport. Ich muss mir nicht andauernd irgendwelche Gedanken machen, dass es mir halt irgendwie am nächsten Tag scheiße geht. Ich kann Events, Geburtstage und sonst was mitnehmen, ohne dass ich jetzt mich irgendwie ausgegrenzt fühle. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich was vermisse, verpasse oder sonst was. Also wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt, nehmt solche Events, nehmt Geburtstage, nehmt Partys, nehmt sonst was einfach nüchtern mit. Und wenn ihr euch die besoffenen Leute da nicht geben könnt, weil die sich nicht treffen, um irgendwie die Zeit gemeinsam zu genießen, sondern dieses Treffen nur ein Vorwand ist, um sich wegzusaufen, dann, naja, also für mich ist das halt einfach keine Lebensqualität, ne? Ihr müsst natürlich immer selber wissen, was ihr macht, aber an eurer Stelle, wenn ihr das nicht enjoyt, nüchtern auf solchen Partys zu sein. Ja, ich habe auch irgendwas gelesen oder gehört in dem Video, dass der den Stoff runterfährt. Dann meidet das und sucht euch auf lange Zeit. So wird das nie was mit der Masse, ne? Weniger essen, Stoff runterfahren. Nee, Thunfisch wohnt in Essen. Ja, auf lange Sicht, anderen Freundeskreis. Das sind so meine Gedanken aktuell zu dem Thema, weil, naja, das ist gerade akut bei mir gewesen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video und kommentiert mal, wie es euch damit geht, wenn ihr auf irgendwelchen Partys seid, wie es auch eure, ich meine, wir sind hier immer noch ein Fitnesskanal, ne? Wie es auch euch mit dem Sport und so geht. So, denkt ihr, ihr werdet ausgegrenzt dafür sozial, wenn ihr nicht trinkt? Weil für mich, ey, das sind einfach Assis so. Hier, dicken Mittelfinger an alle Leute, die anderen Leute ein schlechtes Gewissen machen, dafür verurteilen und sonst was, wenn sie keinen Alkohol trinken wollen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Ciao, ciao. So, Freunde, jetzt wisst ihr, wie man richtig saufen kann, ne? Worauf man achten sollte, damit es keinen Kater gibt, Freunde. Thunfisch hat die besten Tipps und Tricks. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.